Meno, Meno, Neueingang, Schweinewanne. Ich sag zu den Riesenapparaten immer Schweinewanne, weil manche sagen Dinosaurier, andere sagen Kaiser-Benz. Für mich ist das eine Schweinewanne, weil der hat in keine Garage gepasst. Ey. Ich meine, wenn der da reinfährt, willst du noch die Tür aufmachen bei so einem Riesenapparat? Das geht nicht. Dieses Auto ist eine S-Klasse von Mercedes, 20 Jahre alt und zum Wegschmeißen. Da steht Daimler Chrysler im Brief. Der wird nie ein Oldtimer. Den kannst du wegschmeißen. Das ist die schlechteste Qualität, die Mercedes je gebaut hat. Habe ich für 1000 Euro gekauft. Ich meine, ich kann euch ja mal zeigen, was da für ein Motor drin ist. Ich kann euch ja mal den Motor zeigen. Da ist ein Riesenapparat drin. Der hat Keyless Go, der hat ABS, der hat eine Klima. Der hat Abstandswarner, der vollgepackte Schwein ist das. Also richtig voll mit allen Extras. Und ist nichts wert. Gar nichts. Die Autos gehen nicht in den Export. Im Ausland wollen die auch nicht haben. Ich weiß nicht warum. Guck mal, was da für ein fetter Motor drin ist. 500er. Ich weiß gar nicht, was der am PS hat. 300 oder 320 oder vielleicht sogar 350. Müsste ich mal in die Papiere gucken. Ja, das ist eine S-Klasse. Normalerweise die Teile, die hier dran sind, kosten ein Eck aus bei Mercedes. So eine Haube, so ein Scheinwerfer, so eine Stoßstange. Aber die Teile sind überhaupt nicht so gefragt. Auch nicht für Export. Ich habe sowas früher nach Libanon, Syrien, Jordanien, Iran, Irak haben wir diese Teile verkauft. Aber die wollen so eine Schweinewanne auch nicht mehr haben. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich wegen der Scheißqualität. Aber ich lasse euch den mal laufen. Ja, läuft vom Feinsten. Wie, der läuft vom Feinsten? Der Motor, da kann ich 10.000 Kilometer Garantie drauf geben, wenn den einer haben will. Wenn ein Kunde kommt. So ein Ding hier, das kommt bei mir ins Regal und wenn ihr in 5 Jahren hier vorbeikommt, habe ich das Auto immer noch. Ich schmeiße aber nicht weg. Weil irgendwann steht jemand auf, der braucht den elektrischen Fensterhebermotor. Komm mal hier rum, guck dir dann mal an, was das hat, das Auto. Komm mal hier rum. Der hatte Memory-Sitze. Du kannst den Sitz nach hinten, nach vorne, du kannst das Kissen bewegen, du kannst das Rückenteil bewegen, du kannst die Kopfstütze bewegen, dann hast du auch noch eine Sitzheizung da drin. Hier verstellst du die ganzen Spiegel, hinten da kannst du den Kofferdeckel aufmachen. Also das ist ein vollgepacktes Schwein. Der spielt alles, von Santana bis El Chicano, der spielt alles. Hier, mehr Extras geht gar nicht. Ich denke mal, der wird mal neu gekostet haben. Also Augenblick, Baujahr 2000, da war der Wechsel Euro und D-Mark, da hat der gekostet 160.000 Mark. Ich meine, das war ja nicht gerade eine kleine Nummer. Ne? Aber das Auto hat sich nicht bewährt. Ne? Der hat den Charakter von Mercedes nicht mehr. So wo man immer so gedacht hat, Mercedes, Qualität. Und da bleibst du nicht mit liegen. Das Scheißding hier, das kann ja passieren. Morgen ist die Wegfahrsperre kaputt. Übermorgen ist Keyless Go. Bringst du nach Mercedes, die nehmen dir 5 Mille ab. Und du meinst, da ist alles in Ordnung. 2 Tage später hast du wieder eine Reparatur von 3 Mille. Da kannst du ja die nur nehmen und auf den Schrottplatz schmeißen. Was meinst du, was der Typ gemacht hat, der das Auto hier vorher gefahren hat? Der war auch froh, dass ich dem eine Mille gegeben habe. Und da war der die Sorge los. Die erste Arbeit, die wir jetzt machen müssen, der muss mal eben einmal übergewaschen werden. Ich meine, den müssen wir nicht aufpolieren. Aber zumindest, dass der einigermaßen attraktiv aussieht. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, schick mir mal ein paar Bilder vom Kotflügel oder von der Stoßstange, wie ist der Zustand, bevor die hier hinkommen aus 200 Kilometer Entfernung. Da muss ich natürlich vernünftige Bilder machen. Und das sieht ja voll scheiße aus, wenn er so eine dreckige Karre und davon Fotos macht. Da sagen die, das ist Schrott, da komme ich gar nicht erst. Also das machen wir nicht. Also ein bisschen schminken, habe ich ja immer gesagt, am Schrottplatz, ein bisschen schminken muss gemacht werden. Alles gut. Patrick, einmal zum Büro bitte. Patrick, einmal zum Büro. Die Schweinewanne, einmal überwaschen. Nicht mit Shampoo, nur mit Wasser. Nicht so einen riesen Film machen, nur dass die Teile einigermaßen gut aussieht. Weil wir tun den später ins Regal irgendwann mal, nächsten 3-4 Tage. Und da wird er dann erstmal stehen bleiben, bis in die Steinzeit. Alles klar, machen okay. Wir ihn sauber. Dann wollen wir jetzt mal den Mercedes waschen. Ja.
einmal grob drüber waschen, damit wir das einmal sauber haben, das Auto, damit der ins Regal kann. Die Autos, die waren damals so groß, die haben in keine Garage gepasst. Deswegen haben wir immer gesagt, Kaiser-Benz. Die Russen haben das zum Beispiel gesagt. Und die anderen haben gesagt, ja, Dinosaurier, weil der so was von riesig war, wie so ein Dinosaurier. Und ich habe die Dinger immer Schweinewanne genannt. Für so Schweinetröge oder Schweinewanne, habe ich immer gesagt zu den Dingern. Ja, und irgendwie hat sich das so, weiß ich nicht, so überliefert. Also für mich sind die S-Klassen, das sind alles Schweinewanne. Ja, und wie ihr seht, ne, so eine Schweinewanne kostet heute gar nichts mehr. Für das Auto habe ich 1000 Euro bezahlt und das ist wahrscheinlich noch zu viel. Aber da werde ich meinen Kohle schon wieder rauskriegen. Ne? Aber eine Mercedes S-Klasse, die mal 160.000 Mark gekostet hat, für 1000 Euro am Schrottplatz landet und dann kriegt der Kopf ab, hätte ich nie mit gerechnet. Schönes Auto. Also ich denke mal, so ein Auto in ganz, ein schönes, sauberes Auto kriegst du für 4.000, 5.000 Euro. Ein schöneres Auto für das Geld kannst du nicht fahren. Und ich denke mal, die Teile gehen gut. Aber Ali, sei doch mal ehrlich, so eine S-Klasse von Mercedes, wenn das Ding in Ordnung ist und er vernünftig fährt, dann ist ja wie so eine Sänfte. Ne? Also mehr Komfort kannst du ja gar nicht haben. Besser ne? geht gar nicht. Ich meine, fährt er bestimmt schön leise. Und wenn das Ding nicht gerade auf der Autobahn 240 Sachen fährt, sondern 130, dann braucht der auch nicht viel. Nee. Dann hast du auch auf der Autobahn wirklich das Gefühl, dass das Ding 2,2 oder 2,3 Tonnen wiegt. Das Gewicht von dem Auto merkst du. Und du fühlst dich da drin wie mit so einem Panzer. Ne? Liegt gut auf der Straße. Ja. Ne? Und was die Leute natürlich auch immer gut fanden, war, dass so ein Ding wie so eine Lebensversicherung ist. Ne? Ja. Ich meine, mehr Airbags wie das Ding hat, gibt es ja gar nicht. Ja. Und wenn du damit jemand zusammenknallst oder der kommt mal einer von rechts, von hinten oder von vorne, den schiebst du von der Straße mit so einem Apparat. Ja, der kann was. Ne? Also der Sicherheitsaspekt bei so einem Auto, durch diese Knautschzonen, ja, hast du natürlich vor dir eine Menge Blech und eine Menge Motoren. Hm. Und die Überlebenschance in so einem Teil, die würde ich aber ganz hoch einschätzen. Ja, das stimmt. Besser als wie in so einem Smart. Ja. Oder so kleine 500er Fiat. Da hört es irgendwie was. Ja, Smart. Das ist keine große Überlebungschance. Nee. Naja, dafür sind ja Schweinewannen da. Ja. Du sagst auch Schweinewanne, ne? Ja, habe ich ja von dir. La 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 la. La 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 la. Ali. Der hat schon 8 Besitzer gehabt, der Wagen. Mein Gott, will doch kein Mensch haben mehr. Kopf ab direkt. Weißt du, warum der 8 Besitzer hatte? Jeder wollte den mal fahren. Ja. Der kann lesen und schreiben, der Apparat. 8 Besitzer. Mann, das soll ein Sammlerobjekt werden. Kopf ab. Jeder wollte den mal haben. Der muss den Kopf abkriegen. Die Qualität ist unter aller Sau. Ja, dann habe ich noch was auf der Pfanne. Ich habe den Klaus nach Rubeln geschickt, mein Berkeley abholen. Da bin ich gestern mit liegen geblieben. Der Kleine, das Auto, war nur 275 Kilo wiegt, habe ich ein bisschen Gas gegeben, aber einmal hat er so gemacht. Bam, aus. Ging nicht mehr. Ich liegen geblieben. Schöne Scheiße. Jetzt habe ich den Klaus losgeschickt mit dem Schleppi und der war so freundlich, mir den eben abzuholen. Der kommt gleich und dann wollen wir mal gucken, was da dran kaputt ist. Also ich bin mit dem Ding schon mindestens 2000 Kilometer gefahren. Der lief immer wie eine Uhr. Aber gestern wollte er nicht mehr. Aber ich denke mal nicht, dass der kaputt ist. Der ist vielleicht ein bisschen krank, der Berkeley. Ein bisschen krank. Aber kaputt ist der nicht. Fred, ich habe jetzt einen Termin beim Straßenverkehrsamt zum Abmelden. Ja. Dann fahre ich jetzt abmelden, bin gleich wieder da. Ja, dann mach das doch. Komm, ich bin hier. Ich halte Stellung. So. Alles gut. Bis gleich. Bis gleich. Du weißt ja, langsam fahrt, schnell wiederkommt. Ja. Ach man, der ist so zum Straßenverkehrsamt. Der geht ruckzuck. Wir haben ja da eine besondere Sache, weil die haben ja da einen Händlerschalter. Und der Adi macht dann immer einen Termin 2-3 Tage vorher.
Und dann geht er da rein, kriegt er seine Nummer oder vielmehr hat er das schon auf seinem Handy da als, was weiß ich, als WhatsApp gekriegt oder Info, scheißegal. Dann geht er da hin, zeigt das vor, zack, ist er sofort dran. Also ich denke mal, spätestens eine halbe Stunde ist er wieder da. Ich muss ihm die Stellung halten, aber das mache ich auch gerne. Aber heute ist wieder Eierspielen angesagt. Kein Telefon, kein Kunde. Kann sich minütlich ändern. Ja, bei der Firma Bauhaus hat jeder seine Aufgabe. Also ich kann nicht zum Straßenverkehrsamt nach Duisburg, weil da kennt mich jeder und da muss ich jedem die Hand geben und da habe ich gar keinen Bock drauf, weil da dauert dann 2 Stunden, bis ich wieder da bin. Jeder will mit mir ein Quetschchen machen. Autohändler, Straßenverkehrsamt, Fred in Duisburg. Ja, könnt ihr euch mal vorstellen, was da los ist, wenn ich da hingehe. Nee, ich war da schon, glaube ich, 20 oder 25 Jahre nicht mehr, weil ich komme da nicht mehr weg. Jeder will von mir eine Information haben. Der eine will das, der eine will das, der eine will das. Soll lieber der Ali da hingehen. Und ich halte hier die Stellung. Ist mir viel lieber. Ist auch cooler und auch ruhiger. Ich habe ja mein Alter mittlerweile auch schon erreicht. Ne? So ein ganz alter Knochen bin ich noch nicht, aber der Lack ist schon langsam ab. Ich mache mir da auch gar keinen Kopf. Ich denke mal, so ein Job hier so mit Telefonieren und Geld einnehmen, hier so am Schrottplatz, das kann man noch bis ins hohe Alter. Ich meine, muss ja keinen dicken Hammer mehr in der Hand nehmen oder was weiß ich, einen Brenner oder schwere Sachen schleppen. Da habe ich meine Leute für. Aber geil ist ja trotzdem hier. Autoverwertung Bauhaus. Ja, schönen guten Morgen. Ich hatte vor 10 Minuten angerufen gehabt. Ja. Ich brauchte eine Türe und Kurzzüge für den Golf 4. Ja, die haben wir da. Haben Sie 4 Türer oder 2 Türer? 4 Türer. Ja. Sind die auch in Silber? Silber haben wir auch. Ja gut, dann will ich heute Morgen vormittags schaffen kommen. Ist das okay? Morgen hast du gesagt oder heute? Ja, Mama hat gesagt, morgen können wir das abholen. Heute hat sie keine Zeit. Ja, aber hast du gedacht, auf den Vatertag habe ich hier auf, oder was? Ach so, da ist ja noch Vatertag, stimmt ja. Komm Samstag oder Freitag, kein Problem. Alles klar, komm ich auf Freitag, vormittags vorbei. Ja, ich habe hier einen Mechaniker, guckst du die Teile an, zack, 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 hat er das abgebaut. Ja, und alle sind happy. Alles klar. Okay. Alles klar, dann sag ich bis Freitag. Okay. Tschüss. Ciao. Was hat der denn gedacht? Dass wir am Vatertag hier aufhaben? Die anderen gehen alle Bier saufen und dann haben die so einen Bollerwagen dahinter und machen da riesengroße Touren. Und ich setze mich hin und versuche Autoteile zu verkaufen. Das ist wohl der größte Blödsinn überhaupt. Als wenn ich nichts anderes zu tun hätte am Vatertag. Ich bin ja auch Vater. Kriege ich auch Geschenke. Meine Mädels. Die haben bestimmt sich wieder was Abgefahrenes einfallen lassen. Bestimmt wieder was zum Anziehen. Autoverwertung Bauhaus. Hallo, guten Morgen. Morgen. Ich brauche für eine Daihatsu Kua 2000. Ja. Rücklicht links. Ja, kann ich für Sie nachgucken? Okay, kein Problem. Wann kann ich zurück? 10 Minuten. Wieder rufen. 10 Minuten. Bitte? 10 Minuten. 10 Minuten. Okay. Okay, danke. Bis gleich. Tschüss. Patrick, für so einen kleinen Daihatsu Kua, so einen kleinen, braucht einer ein Rücklicht. Hinten rechts oder hinten links, habe ich jetzt vergessen. Links, links. Linke Seite, 2001. Ja. So ein kleiner ja, Daihatsu Kua, ne, ist das doch, ne? Das ist doch so, ja, ja, so ein ganz kleiner Euteken, ne? Hallo? Ja, ja. Der Daihatsu Kua ist so ein ganz kleines Auto, ne? Richtig, richtig, ganz klein, ja. Okay, Patrick, geh mal gucken, hinten links. Okay? 10 Minuten. Tschüss. Jo. Autoverwertung Bauhaus. Einen Moment bitte. Hallo? Ja, morgen. Morgen. Ich suche Notrad für ein Mazda CX-5. Was ist denn für ein Baujahr das Auto? 2013. Nee, kann ich nicht mit Ihnen, habe ich nicht. Tut mir leid. Auch kein anderes Rad. So, was weiß ich hier, so ein Unfall vom Unfallwagen oder sowas? Nee, das habe ich nicht. So was haben wir überhaupt nicht. Gucken Sie mal bei eBay Kleinanzeigen rein, da könnte sowas da sein. Okay, alles klar. Okay, ja, tschö. Was brauchst du? Ich hatte angerufen mit 1-Fuß-Düse. Peugeot 307. Geh mal gut. Bitte. Ja, alles klar. Autoverwertung Bauhaus. Ja, wir haben hier einen kleinen roten Trecker. Ja. Und der läuft nicht mehr. Ja. Und ich sollte euch fragen, ob ihr so nett wärt und ihn vielleicht abholen könntet und den bei euch heile machen könntet und dass der dann hier läuft, weil wir brauchen den, um die Halle zu fahren und so. Also wir machen am Trecker keine Reparaturen, das kriege ich nicht hin. Nee? Nein, aber du brauchst nur bei Fennemann anrufen, der macht dir das fertig.
Bei wem? Bei dem Fennemann. Okay. Ne? Also wenn du mir den verkaufen willst, dann kaufe ich dir den ab. Aber wenn ich den reparieren soll, das kann ich nicht, das dürfen wir nicht. Wir haben keine Werkstatt. Okay. Kennst du den Fennemann, den Landmaschinenmechaniker? Nee. Gib mal ein bei Google. Fennemann, Landmaschinenmechaniker. Ja, mach ich gleich. Dann rufst du da an, berufst dich auf mich und sagst, du hast hier einen Trecker und der muss repariert werden. Okay? Okay. Alles klar. Danke. Jo. Tschö. Ja. Wenn ich selber nicht helfen kann bei so einer Aktion, dann gebe ich natürlich einen geilen Tipp weiter, damit der Junge sich bewegen kann. Und ich kenne doch so viele Leute, ich weiß doch, wie dann alles funktioniert. Und ein bisschen human muss man natürlich auch sein, indem man einfach sagt, okay, ich kann nicht, aber ein guter Tipp wäre das und das. Dann ist doch einfach nur sympathisch. Warum soll ich das nicht tun? Du kannst mich fragen, was du willst. Ich habe immer Plan A, B oder C. Oder Plan 1, 2 oder 3. So, und, wirklich da? Da ist der erste Kurve, kriegst du mal da, jawohl. Hinten links? Hinten links. Okay, ich warte auf den Kunden. Alles gut. Klar. Autoverwertung Bauhaus. Ich rufe noch einmal wegen Daihatsu Kua. Ja, das Rücklicht, das Rücklicht. Da haben wir da, kostet 20 Euro. Kannst du kommen, lass ich dir dann ausbauen. 20 Euro? Jo. Kann ich vorbeikommen, spätestens in einer Stunde? Okay, machen wir. Okay, okay. Bis gleich. Tschüss. Ach, da ist der Klaus. Ja, super. Komm, dann nehme ich das Ding mal eben runter. Kippe auf den Bart und los geht's. Guck mal, auf der anderen Seite ist der Auspuff. Geht das? So, dann wollen wir mal gucken, was sich tut. Was soll ich euch sagen? Ich bin damit liegen geblieben. Leck mich da. Warte, geh mal ans Telefon, sonst geht das nicht. Der hat mich normalerweise noch nie in den Stich gelassen. Aber so zu Hause rumzubasteln, wenn wir da Ersatzteile brauchen, dann ist nichts für mich. Deswegen hat der Klaus den schnell hier hingeholt. Und da wollen wir mal gucken, ob da eine große Reparatur ist oder eine kleine. Aber ich denke, das wird eine Kleinigkeit sein. Weil der Börkel ist nicht kaputt. Der ist schon mal so ein bisschen krank. So, jetzt müssen wir erst mal gucken, was überhaupt mit die Kerze los ist. Der erste Schritt ist erstmal der, wenn der Motor ja Benzin hat und Vergaser, was soll da dran kaputt sein? Da ist ja meistens immer, entweder ist die Kerze hat einen Bleifaden gezogen oder die Kerze ist im Eimer. Aber das allererste, was wir machen, ist die Kerze zu prüfen, ob der überhaupt funkt. Und wenn der keinen Zündfunker hat, dann ist die Zündspule bestimmt kaputt. So, was ist mit der Kerze? Die Kerze sieht gut aus. So. Patrick! Komm mal hier! Patrick, komm doch mal hier, Mann!
Du alles, was du in den Händen hast, in der Tasche. So, pass auf, der Berkeley läuft nicht. Ja. Jetzt konnte ich aber gestern nicht alleine da auf den Anlasser drücken und da sehen, ob die Zündkerze funkt. Das heißt, hier holt er sich die Masse. Jetzt gehst du so hin und damit du keine Gewicht kriegst, hältst du das einfach mit dem Schraubenzieher hier drauf. Jawohl. Und dann guckst du, ob der funkt, okay? Da. Was machst du denn jetzt? Kerze da, so. Ja, aber du darfst nicht an den Strom kommen, ne? Weißt du ja selber, ne? Nee, ich bin schon am Punkt, ja. Okay. Alles klar? Alles ja. Klar? Ja. Punkt ist da. Punkt ist da. Ja. Volle Kanne? Volle Kanne. Das hört sich gut an. So, dann kann das an der Zündung nicht liegen, sondern nur am Sprit. Ja. Schrauben wir die Kerze wieder rein. Warum kriegt der Motor kein Benzin? Das ist ja gar nicht möglich. Kann doch gar nicht wahr sein. So, das ist der Schieber. Das ist die Nadel. Da kann nicht viel dran sein. So, wo ist der Zähler? Da ist der Zähler. Zack. Da bin ich mit dem Gürtel schon so viele Kilometer gefahren bin und bin damit liegen geblieben. Und jetzt hat er irgendwas. Das muss ich sofort reparieren. Das muss weg. Da kann ich nachts gar nicht schlafen, wenn mein Baby eine kleine Krankheit hat. Das ist nichts für mich. So, jetzt wollen wir eben einmal gucken, warum diese Scheißkarre jetzt nicht läuft. So. So. Der Benzinschlauch kommt jetzt ab. So, dann haben wir den Vergaser schon in der Hand. Patrick, das sind jetzt nur diese Schräubchen hier. Hast du einen Kreuzschraubenzieher da? Habe ich hier an der Bank. Ja. Autoverwertung Bauhaus. Ja, hallo Fred, ich bin's Michael, grüß dich. Ja, Michael, alles gut? Ja, alles gesund und munter. Hör mal, Fred, ich habe mal eine Frage. Ja. Ich habe doch noch den Mercury, den großen, ne? Den von 1957. Den Ami, ja. Ja, und den würde ich gerne bei dir unterstellen. Ist das möglich? Hör mal, für dich ist alles möglich. Ach, das wäre total klasse. Hör mal, wenn ich da heute mal vorbeikomme, wäre das okay? So in einer halben Stunde? Hör mal, komm einfach, für dich habe ich immer Zeit. Und wenn, wenn ich keine Zeit habe, dann nehme ich mir einfach die Zeit. Das ist lieb von dir. Alles klar, Fred, bis gleich. Ne? Ja, wir sehen uns später. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Obergeile Sache. Der Michael, Zahnarzt, ganz, ganz guter Freund von mir. Der hat sich einen Ami gekauft, der in keine Garage passt. Jetzt möchte der den gerne bei mir in der Oldtimerhalle stellen. Und ist ja logisch, dass der von mir einen Platz kriegt. Ist ja gar kein Thema. Ihr müsst euch das Auto gleich mal angucken. Hammer. Ich habe zwar nur Bilder gesehen, aber auf den Bildern, boah, war ein Apparat. Genau mein Style. Autoverwertung Bauhaus. Ich wollte den Adi sprechen. Der kommt gleich. Okay, dann rufe ich gleich nochmal an. Halbe Danke. Stunde. Ja, ciao. Ja, wie der Adi ist ein gefragter Mann hier in der Firma. Ich kann ja auch nicht alles. Ich meine, wenn ich nicht da bin, muss der Ali die Kunden bedienen. Der hat natürlich Informationen, die sind natürlich manches mehr, als ich die habe. Der weiß, ob Sauerstoff bestellt werden muss, ob der LKW getankt werden muss. Der weiß alles, ob der Stapler zur Inspektion muss. Der weiß alles. Der Ali, der ist total auf Zack. Ich bin froh, dass ich den habe. Weil ich habe euch ja schon mal gesagt, mein Gehirn ist so weit von voll Scheiße, da passt nichts mehr rein. Der Speicher ist voll. Ja Leute, ihr wisst ja, die Tassen sind mittlerweile auch online, könnt ihr bestellen. Und Abo bitte nicht vergessen. Abo nicht vergessen. Prost, Männer. Leckeren Kaffee, Schrottplatzkaffee bei Onkel Friedibahn. Geil. Aber ich muss noch ein bisschen arbeiten. Bin wieder da, Fred. Ali, Ali. Warte, bist du wieder am Basteln? Mann, der Berkeley, der ist krank. Ich habe gerade schon die Kerze kontrolliert, der Funken geht. Wir haben den Vergaser abgebaut, auseinandergebaut, die Düsen durchgeblasen. Was soll das denn sonst sein? Das ist ja kein Hexenwerk, so ein Ding.
Ja, du kriegst das schon hin. Ja, klar, dein krieg ich Ding. Das hin. Ich krieg immer alles hin. So. Dann ist der Benzinschlauch. Ja, Moped muss immer gebastelt werden. Das ist ein Motorradmotor drin. Ja, kein Rückwärtsgang, das Auto. Das ist ein Rennwagen von 1957 für die 500 Kubikklasse. Geiles Teil. So, jetzt habe ich den Vergaser angeschlossen, habe ich den Schock reingemacht. Jetzt muss ich den Kerzenstecker wieder da drauf tun. Jetzt muss ich die elektrische Benzinpumpe mal rennen lassen. Könnt ihr das hören? Jetzt muss der Vergaser sich erstmal auffüllen. Also wenn der was dran machen will, dann lässt er hier alles stehen und liegen und bedient keine Kunden mehr. Dann geht das nur noch in seinen Kopf und der will das unbedingt dann fertig haben. Ein schönes Ding, ne? Ich selber bin den noch nicht gefahren, weil ich habe keinen Bock, irgendwo stehen zu bleiben. Aber der Fred hat da Spaß dran. Autowertung Baus, guten Tag. Ja, guten Tag. Vor kurzem hatte ich telefoniert wegen Kotflügel von dem Peugeot-Partner. Ja. Sind Sie noch zu haben? Ja, wenn Sie vor kurzem angerufen haben. Also meine Diagnose war, dass der Zündfunke wohl da war, aber vielleicht nicht stark genug. Dann haben wir den Vergaser umgebaut, sauber gemacht, Düsen fertig, das funktioniert alles. Jetzt habe ich einfach mal eine neue Kerze gekauft. Vielleicht liegt das auch an der Zündkerze. Dann wäre natürlich eine tolle Sache, weil das wäre ja wohl der geringste Aufwand. So mit 8 Euro eine neue Kerze und der Berkeley fährt wieder. Das wäre ja wohl die billigste und beste Reparatur, die man haben kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Elektrische Benzinpumpe arbeitet. Vergaser müsste voll sein. Läuft. Wenn wir Glück haben, ist er repariert. Erste Prognose, gar nicht so schlecht. Ja, wir haben mal einen kurzen Check gemacht und am Ende war die Kerze nicht in Ordnung. Jetzt haben wir eine neue Kerze drin, jetzt rennt der wieder. Geile Reparatur, 8 Euro gekostet. Tatam! Geil, Omat! Ja, der erste Check war natürlich, ob da überhaupt ein Zündfunke kommt. Und der Funke kam. Also habe ich mir gedacht, die Zündung ist in Ordnung. Aber vielleicht ist das so, dass die Zündkerze, wenn die kalt ist, dass die zündet. Und wenn der Motor ein bisschen wärmer wird, dann kriegt die so einen Masseschluss und dann zündet die nicht mehr. Aber jetzt bin ich erstmal happy. Everything is okay, everything is alright. Macht der hier einen Lärm immer? Das gibt's doch gar nicht. Autowertung Baus, guten Tag. So, Operation gelungen, Patient tot. Ich geh rein, ne? Und Fred, hast du den Böckle zum Laufen gebracht? Ja, klar, weißt du doch. Oldschool. Ja. Erstmal Kerze gucken, ob überhaupt ein Funke kommt. Funke war da. Ja. Also kann nur noch am Sprit liegen. Vergaser auseinandergenommen, wieder zusammengebaut. Läuft, aber läuft nicht richtig. Läuft scheiße. Ja, gefummelt und gefummelt und gefummelt. Und hat sich rausgestellt, die Kerze ist kaputt. Also wenn die kalt war, die Kerze, hat die gefunkt. Ja. Wo die warm war, hat die nicht mehr gefunkt. Okay. Neue Kerze gekauft, 8 Euro investiert. Läuft top. Perfekt, perfekt. Hab ich schon gedacht, kriegst du das hin? Ich, klar. Ist ja gar kein Thema. So ein Berkeley, das ist doch keine Hexerei, Mann. Das ist ein Einzylindermotor, was soll da dran sein? Entweder die Zündung oder Benzin. Ne? Ja. Ich meine, da ist ja keine Elektronik dran oder sonst irgendwie was. Aber wenn ich das nicht mehr auf die Reihe kriege, ne, dann bleibe ich zu Hause. Da kannst du die Firma hier ganz alleine machen. Wenn ich das nicht mehr auf die Reihe kriege. Ich erinnere dich dran, aber da brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich weiß ja, dass du das kannst. Ja, klar. Ja, dann bist du jetzt wieder glücklich, dass das Ding wieder läuft, oder? Totale Happiness.
Ja, ist doch super. Also wenn ich ein Auto in der Garage stehen habe, was ich selber gut finde, und das läuft nicht, kann ich nachts gar nicht schlafen. Ja, glaube ich dir. Ich bin auch morgen schon mit dem Gedanken wach geworden, das Ding muss heute repariert werden. Heute. Nicht morgen, nicht übermorgen. Heute. Sofort. Sofort. Alles, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Der Spruch ist so alt wie Methusalem. Ja. Dann ist doch gut, dann hat doch alles geklappt. Kennst du den Methusalem? Da ist der Michael gekommen. Komm mal gucken. Guck mal, der eine geile Karre hat. Der sucht bei mir in der Oldtimerhalle einen Platz. Ich hab gesagt, kannst du sofort kommen. Michael, komm, einen Moment. Super. Hammer. Das ist ein geiles Teil. Michael, alles gut? Hallo Fred. Bello. Ja, da ist er. Aber da ist er mal abgefahrenes Ding hier. Ja, hab ich dir ja versprochen, ne? Wie ist denn mein Freund? Der passt auch in keine Garage, ne? Nee, der passt in keine Garage. Deswegen komme ich ja zu dir. Boah, ist der abgefahren. Der ist ein richtiger Lowrider, Mann. Weißt du, warum man in Amerika in den Autos immer so kleine Lenkräder einbaut? Nee. Damit man die auch mit Handschellen fahren kann. Das ist ein richtiger Lowrider. So, aber da ist ja wirklich eine lange Sau, ne? Meine Güte, ne? Aber so ein Abi immer geil, ne? So, warte, ich mach dir mal die Tür zu. Und dann würde ich sagen, machst du mal den Rückwärtsgang rein, dass du ein bisschen näher an die Wand kommst. Ja, weiter. Ja, weiter. Alles gut. Jo, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Okay, jetzt würde ich sagen, vorwärts. Jetzt gerade. Machen wir noch ein bisschen. Perfekt. Das hat doch perfekt geklappt, Fred, ne? Als wenn wir es eingeübt hätten, ne? So. Ja, wie, der kriegt jetzt einen Pariser da drüber. Ist doch wohl klar. Damit er nicht einstaubt und das Auto so schön bleibt, wie der ist. Ich finde den toll. Das Geile daran ist ja, das ist ja kein Neuwagen. Aber guckt euch mal wirklich die Patina an dem Auto an. Michael, der hat Patina. Ja, genau. Der hat Charakter. Ist seit 1957 in erster Hand. Mein Baujahr. Auto, ne? So, dein Baujahr. 1957. Der wird ja noch besser. Ne? So, ne? Ist das die Plane? Genau, das ist die Plane. Komm, dann ziehen wir die eben rüber. Die machen wir erst, die machen wir erst mal lang. Genau. Was ist denn die lange Seite? Weiß ich noch nicht, Fred. Das sieht gut aus. So, jetzt nehmen wir den Zipfel hier. Und genau. Du gehst hinterm Auto und ich gehe vor dem Auto und dann geht das. Ja, das müssen wir hinkriegen. Jetzt hast du die längste Plane gekauft, die es gibt, die ist immer noch zu kurz. Oder meinst du, geht? Nö, das geht. Hoffe ich. Nee, die ist zu kurz, da muss ich eine größere holen. Aber ist egal jetzt erstmal. Falsche Maße. Die ist 5,40 Meter. Und das Auto ist? 5,30 Meter. La la la. Warte mal, ich guck mal, dass ich hinten, wenn ich hinten die Kante abmache. Ist ja lustig. Die Karre ist so lang, Mann. Mach mal jetzt. Ich will ja auch nicht kaputt reißen, das ist auch blöd. Nee, das haut nicht hin. Da hole ich eine größere. Lass mal jetzt erstmal drauf.
Wir können die ja erst mal vorne drauf machen und dann hinten. Mal gucken, was die dann tut. Können wir probieren. Ich meine, nach Adam Riese dürfte das ja keinen Unterschied machen. Erst vorne und dann hinten, aber... Ja. Da bist du fertig? Ja. Jetzt passt der da oder passt der hier wieder nicht, ne? Michael, da haben wir Sand dran. Was hast du bezahlt für die Plane? 55 Euro. Die ist meine. Ja. Weil mein Auto ist kürzer. Ja. Kaufst du dir eine neue, ja, kaufe ich dir die ab. Ja, gerne. So wird's gemacht. Dann lassen wir den jetzt hier stehen. Genau. Und da komme ich nächste Woche noch mal rum mit der anderen Plane dann. Ne? So, ne? Perfekt. So, so machen wir das. Das hat alles gut geklappt. Ja, hat das super geklappt. Haben wir schon wieder einen schönen Ami hier drin. Das ist der zweite Ami. Da hinten steht noch so ein schwarzer. Ja, geiler Platz, geiles Auto, geiler Typ. Alles okay. Ich muss wieder arbeiten da drüben. Ich muss noch ein klein bisschen was tun heute. Männer, Männer! So. Autoverwertung Bauhaus. Habt ihr für den Golf 5-2-7 Baujahr ein Heckschloss? Das haben wir nicht mehr, das ist schon verkauft. Hast du gar nichts mehr? Nein, habe ich nichts da im Moment. Tut mir leid. Okay. Ja, schön. Ja, Männer, Männer, was soll ich euch sagen? Ein Tag auf dem Schrottplatz bei Onkel Friedemann. Wir haben eine Schweinewanne vorgestellt. Wir haben einen Ami gekriegt. Ich habe meinen Berkeley repariert. Best of. Für mich, geiler Tag. Super gelaufen.